lieben Tennisfreunde, wie man sieht, blauer Himmel, Sonnenschein, endlich wieder Zeit fürs T-Shirt, aber eigentlich auch fürs Tennis. Aber wie man sieht, es ist niemand da. Die Corona-Zeit zwingt uns zum Abstand. Und trotzdem müssen wir was tun. Nach 2 Wochen ist schon 10% der Ausdauer weg. Und nach weiteren 2 Wochen schwinden ebenfalls langsam die Muskeln. Darum müssen wir was tun, damit wir nach der Corona-Zeit alle wieder fit sind und auf diesem Platz stehen können und endlich wieder Tennis zu spielen. Dafür brauchen wir ein paar Dinge, ganz einfache Sachen und zeige mal ein paar Übungen, wie wir wieder fit durch die Corona-Zeit kommen. Also los geht's! Okay, was braucht ihr? Ihr braucht natürlich einen Tennisschläger. Ihr braucht 8 Tennisbälle. Müsste nicht die besten sein, Hauptsache sie sind rund und springen einigermaßen. Dann eine Arm- bzw. Handunterlage, wo ihr euch raufstützen könnt. Ein Becher, wo der Tennisball reinpasst. Am besten aus Plastik, damit er wirklich auch heil bleibt. Und eine Trinkflasche und Sportsachen natürlich. Okay, fangen wir an mit Übung Nummer 1. Okay, für Übung Nummer 2 bauen wir gleich in Übung Nummer 1 auf. Das heißt, wir brauchen jetzt schon einen Tennisschläger und insgesamt 8 Bälle. Einfach mitmachen, ganz einfach. Wir suchen erstmal eine schöne große Fläche und packen unseren Schläger mit insgesamt 7 Bällen hin. Einen Ball nehmen wir schon direkt in die Hand. Dann stellen wir uns neben den Tennisschläger hin und machen dann 2 ganz große Ausfallschritte. Schön tief runtergehen. Einmal schön bewegen, wieder hochgehen, Zehenspitzen und mit dem anderen. Wieder einmal stabilisieren und schön einmal dehnen. Den Ball packen wir vor die Zehenspitze hin und gehen wieder zurück. Das machen wir insgesamt mit 8 Bällen, also weiteren 7. Dafür gehen wir so ein Uhrverfahren. Das heißt, das wäre C3, dann gehen wir zwischen 1 und 2 einmal noch hin. Auch den zweiten Ball, vor die Zehenspitze hin, gehen wir nach oben und zack. Dritter Ball. Sehr gut, noch einen letzten. Dann haben wir uns ja schon mal gedehnt, wir sind die Beine, leichte Oberkörper. Kommen wir nun zur Übung Nummer 2. Dafür haben wir schon alles perfekt aufgebaut, nämlich 8 Bälle in einen Kreis. In der Mitte ist der Schläger und die Aufgabe ist nun so schnell wie es geht, alle 8 Bälle auf den Schläger zu packen. Wichtig dafür ist, man darf immer nur einen Ball zur Zeit nehmen, man darf erst den nächsten holen, wenn der Ball fest auf den Schläger drauf ist. Am besten ihr holt einen Partner jetzt, wenn ihr nur Platz habt, könnt ihr gegeneinander machen. Oder ihr versucht gegen mich das zu machen. Bin mal gespannt, wer wirklich schneller ist als ich. Okay. Macht euch bereit, aufgebaut soll ihr schon sein, dann fangen wir jetzt an. 3, 2, 1, los! Und noch einmal, come on, let's go, let's go! Und stopp! Wow! Das war schnell. Ich fange mal gespannt, wer schneller ist als ich. Schreibt es gerne in die Kommentare. Gehen wir weiter zur Übung Nummer 3. Okay, was am Tennis wichtig? Nummer 1 natürlich eine kleine Dehnfähigkeit. Übung Nummer 1 haben wir es check gemacht. Nummer 2 war das was für die Beine und gerade Thema Schnellkraft haben wir auch gemacht. Übung Nummer 3 machen wir jetzt was für die Arme und auch ein bisschen was in Kraft. Dafür gibt es insgesamt 3 Übungen. Einmal die Classy Planke. Einfach gerade Rücken. Gerade Beine, Arme so auflehnen, ist natürlich eine Unterlage sehr gut, könnt ihr verwenden, müsst ihr aber nicht. Die zweite Übung, die ihr machen könnt, ist immer aufstellen und wieder runter. Könnt ihr auch gerne machen, 20 Sekunden, 30 Sekunden, je nachdem, wie lange ihr durchhaltet. Die dritte Übung ist ein bisschen anstrengender, da versucht ihr immer einen Arm, hier die Schulter und wieder runter. Und das immer schön abwechselnd. Da sucht ihr jetzt mal eine Übung aus oder meinen wir auch alle 3. Das sieht dann alle schön verknüpft und versucht dann mal diese Übungen nachzumachen, je nachdem wie lange ihr könnt. Also einfach nur ein bisschen zum Veranschaulichen. Einfach mal machen, Matten runter und los geht's.
Übung Nummer 4 ist eine Koordinationsübung wirklich für jeden. Also gerne Eltern, Bruder, Schwester dazu holen oder wenn es sogar geht, Freunde über irgendeine Videochat-Plattform dazu holen. Natürlich schön immer Abstand halten und dann sucht euch mal ein schönes Plätzchen und dann schulterbreit alle hinstellen. Nun gucken wir mal runter und sehen da eine Uhr. Und vorne ist bei uns immer die 12, dann gehen wir rechts in Uhrzeigersinn, ist dann die 1, die 2, ganz rechts ist dann die 3, 4, 5, hinten ist die 6. Auf der anderen Seite geht es weiter, 7, 8, links ist die 9, 10, 11, vorne wieder die 12. Okay, das ist unsere virtuelle Uhr und die versuchen wir anzutippen. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel 3, schnell hin zu 3 und wieder zurück. Sage ich 9, ist 9 und wieder zurück. Gerne Tippelinks machen, um schneller zu sein. Und dann einfach sagen 11, zack, und schnell hintippen, wo die 11 ist. Bei 3 schnell zu 3 hintippen. Sage ich 7, zack, schnell zu 7 hintippen. Sage ich 6, schnell nach hinten tippen. Okay, das ist eure Aufgabe. Okay, ich sage Zahlen, ihr tickt sie an. Ganz einfache Sache, wenn ihr irgendjemanden habt, der nicht mitmachen könnt oder wollt, oder möchte er gesagt, dann kann er gerne gucken, wie viele Fehler ihr macht. Versucht so schnell wie möglich zu sein, aber auch keine Fehler zu machen. Okay, let's go. Ich sag ein paar Zahlen und ihr versucht hinterher zu kommen. 10, 9, 3, 6, 1, 7, 3, 5, 10, 12, 5, 4, 3, 1, 3, 3, 7, 11, 12. Sehr gut. Okay, Nummer 1 ist abgeschlossen. Das können wir ein bisschen schwieriger machen. Wenn ich sage jetzt die Nummer 3, zack, tippe ich zu 3. Das war vorher. Jetzt machen wir so, wenn ich sage 3, immer die gegenüberliegende Zahl. Also bei 3 die 9. Bei der 10 ist es genau auf der anderen Seite die 4. Sage ich 12, muss ich die 6 antippen. Also genau umgekehrt, wie ich es vorher gesagt habe. Also nochmal eine schwierige Sache. Nochmal ein kleines Beispiel. 1, zack, zu 5 vertippen. Dann 9, 7. Ja, also immer schön umgekehrt. Fangen wir ganz langsam an. Okay, ready? Let's go. 5, 9, 7, 12. 3, 5, 7, 8, 15. Okay, gut aufgepasst. Weiter geht's, 15 gibt's gar nicht. 3, 1, 7, 11, 6, 9, 9, 3, 7, und 5. Sehr stark. Okay, machen wir noch eine letzte. Jetzt versuchen wir, auf der rechten Seite nur mit dem rechten Fuß anzutippen und auf der linken Seite nur mit dem linken Fuß. Diesmal vergessen wir aber die zweite Regel, das heißt, bei 3 ist es wirklich die 3 und bei 9 ist es wirklich die 9. Okay, versuchen wir noch einmal ganz kurz. Also 3, 11, 12. Viele haben es vielleicht schon gemacht. Wir machen es aber nochmal kurz mit 10 Zahlen. Ich mache nochmal kurz mit. Okay, also 3, 5, 1, 7, 11, 9, 8, 4, 3, 2. Okay, jetzt machen wir es genau andersherum. Also immer wenn rechts eine Zahl ist, gehe ich mit dem linken Fuß hin. Und wenn ich mit einer Zahl auf der rechten oder linken Seite, muss ich mit dem rechten Fuß hingehen. Also bei der 11 muss ich mit dem rechten hingehen, bei der 3 muss ich mit dem linken Fuß dorthin gehen. Nochmal ein kleines Beispiel. 3, 9, 7. Oben und unten könnt ihr euch aussuchen. Wir sagen jetzt aber, einfacher zu machen, rechts ist genau hinten und bei der 12 gehen wir links nach vorne. Also sage ich 12, zack, nach vorne. Mit dem linken. Und 6 ist rechts. Okay, machen wir nochmal kurz einen Durchgang. 5, 2, 11, 7, 9, 3, 7. Oh, guck,
Ich bin auch nicht perfekt. Machen wir ein paar Zeilen für euch. 5, 3, 2, 9, 7, 12, 3, 2, 1, 10, 7 und noch eine, die 5. Sehr stark. Dann haben wir Übung Nummer 4 auch abgeschlossen. Weiter geht's zur Aufgabe Nummer 5. Okay, für Übung Nummer 5 brauchen wir einen Becher. Am besten Hartplastik, wenn es nicht geht, auch gerne Weichplastik. Bitte kein Glas, weil wenn es doch mal irgendwie runterfällt, haben wir immer noch einen heilen Becher und keinen kaputten. Dazu brauchen wir ebenfalls noch einen Tennisball. Am besten ist, wenn der Tennisball direkt in den Becher reingeht. Gibt es auch manche Becher oder Tennisbälle, die zu groß bzw. zu klein sind, wo das nicht passt. Also da bitte aufpassen. Viele kennen vielleicht die Übung schon von mir. Einfach hochwerfen, auf den Boden aufkommen und wieder in den Becher fangen. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Machen wir gerne mal alle 2-3 Mal. Und es einfach mal klappt. Wenn ihr es jetzt nicht schaffen solltet, übt gerne so weiter, bis ihr es irgendwann könnt. Und geht dann weiter. Und die natürlich das schon gekriegt haben, gehen ebenfalls weiter. So, jetzt versuchen wir hochzuwerfen und direkt zu fangen. Auch das sollte eigentlich noch für jeden kein Problem sein. Sehr gut. Okay, wieder pausieren. Wer es noch nicht geschafft hat, ist nicht schlimm. Gerne ein bisschen üben. Ich bin ebenfalls kein Experte. Okay, ich komme ein bisschen näher, um besser zu zeigen. Vorher hatten wir die Öffnung oben gehabt. Jetzt drehen wir alles. Also, der Boden ist jetzt oben. Das heißt, wir nehmen den Ball, er kommt einmal auf, fällt dann auf den Boden, drehen den Becher in der Zwischenzeit und fangen ihn wieder auf. Ich gehe ein bisschen zurück, damit ihr besser sehen könnt. Ich werfe hoch, kommt auf, zack, Boden und wieder rein. Auch das versuchen wir. Das ist ein bisschen anstrengender und schwieriger. Oder nicht anstrengend, nur schwieriger. Aber versucht das mal, wenn ihr es irgendwie könnt. Die sagen, ach, easy going, versuchen wir 2. Ditch und dann rein. Für die Experten können auch gerne mehr machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und rein. Ganz wichtig, der Ball muss reingehen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare unten schreiben, wie viele Ballwechsel oder wie viele Ditcher ihr gehabt hattet. Boah, ohne dass der Ball irgendwie abhaut. Versucht es gerne mal zu machen. Oh, und drin. Gott sei Dank. Das war gerade am Ende noch mal ein bisschen knapp. Also mein Rekord ist bei 50 aktuell. Können versuchen gerne mal zu knacken. Ich bin mal gespannt, wer das schafft. Gerne wieder Pause machen, was zu üben und dann weitergehen. Okay, für die Disziplin wieder ein bisschen schwieriger. Wir nehmen den Ball, werfen ihn hoch, drehen uns und versuchen dann wieder aufzufangen. Ganz wichtig, am besten nicht hochgucken, sondern runtergucken, um einen besseren Überraschungsmoment zu haben. Als Schwierigkeitsgrad gerne hochwerfen, dann wieder die Bodenseite und wieder rein. Auch das kann man wieder variieren mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder rein. Auch das ist ebenfalls möglich. Für Experten eine kleine schwierige Übung. Wir nehmen den Ball unter die Beine, zack und rein. Ganz easy going, könnt ihr gerne versuchen. Ich bin gespannt, was ihr euch macht. Gerne mal filmen. Ich bin mal gespannt, wie es bei euch aussieht. Weiter geht's zu Übung Nummer 6. Cool, dass ihr immer noch da seid. Richtig geil. Macht super bis jetzt mit. Aber wir müssen weitermachen. Denn ihr merkt schon, die Puste ist wieder da. Man hat wieder Energie und die wollen wieder loswerden. Darum sagen die Trainer doch auch immer, schön in die Knie gehen. Und genau da machen wir jetzt eine kleine Übung, nämlich, wo man in die Knie gehen muss. Was fällt da besser ein als schöne Squats? Also, schön ein bisschen breiter als Schulter und dann schön runtergehen, den Arsch bis auf die Knie und wieder hochdrücken. Das ist die erste Übung. Ich mache es mal von vorne nochmal vor. Zack und runtergehen. Und runtergehen. Das ist für die Leute, die sagen, oh, ganz schön anstrengend alles und ich bin gar nicht so fit. Also ganz entspannt runtergehen. Schön mit dem Arsch. Okay, kommen wir weiter zur nächsten Übung. Die ist ein bisschen schwieriger, weil man mehr arbeiten muss. Man geht wieder runter und springt hoch. Schön wieder runtergehen, kurz halten und hochspringen. Das ist für die Leute, die sagen, okay, ich habe noch ein bisschen Energie. Ich bin auch ein bisschen sportlicher allgemein. Die können gerne die Übung machen. Schön rausdrücken, wieder runtergehen, die Knie und raufdrücken.
top. Für die sagen, okay, ich bin ja sowieso der Oberhammer, mega geiler Typ. Die machen etwas ganz Verrücktes. Knie und nochmal hochziehen. Die schwerste. Nach vorne, zack. Okay. Los geht's von jedem so 10, 20 Stück, je nachdem, wie viel ihr schafft. Sehr stark. Einmal kurz was trinken gehen. Hier, schnell was trinken. Dann wollen wir gar nicht weiter trödeln. Die Flasche kommt weg und dann machen wir gleich noch einmal 10 bis 20 Stück hinterher. Okay, kommen wir zur Übung Nummer 7. Wir verabschieden uns mal komplett vom Becher und machen dasselbe mit dem Schläger. Einfach ein bisschen reinzukommen wieder, um Ballgefühl zu bekommen. Ganz wichtig bei der Übung ist, ich zeige verschiedene Übungen. Ihr versucht alle Übungen mal 50 Mal zu machen, also 1, 2, 3, also 50 Mal. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, versucht die vorige Übung immer schön zu üben, dass ihr so weiterkommt. Das ist die erste und eigentlich auch einfachste Übung, so 50 Mal den Ball zu kontrollieren. Wenn ihr sagt, das ist komplett easy going, versuchen wir alles mal ohne Boden zu machen. Auch hier ganz entspannt wieder 50 Mal. Dann kann man es auch einmal andersrum machen. Natürlich mit dem unebenen Boden, so wie es hier ist. Ist natürlich viel schöner und viel entspannter, wenn der Ball viel auf das Deck springt. Also toller Boden ausgesucht, den ich hier habe. Okay, wenn ihr das auch 50 Mal könnt, alles ganz entspannt. Gehen wir weiter zur nächsten Übung, das ist einmal Schläger drehen. Bitte macht es nicht im Wohnzimmer oder wo irgendeine Vase ist, weil wenn ihr kaputt geht, dann sieht das ganz schlecht aus. Draußen hat man sehr viel Platz, am besten aufpassen mit irgendwelchen Scheiben und dann einmal ganz entspannt üben. Wenn ihr sagt, ach, das ist easy going, ihr habt immer noch eine schwache Hand, bei mir ist jetzt die linke Hand, versucht die Übungen auch mal zu machen. Erstmal hochkommen und wenn er sagt, okay, das schaffe ich auch, zack, könnt ihr gerne mit Schläger drehen, alles mal versuchen oder hier aufkommen. Das ist euch natürlich komplett selber überlassen, wie ihr das am meisten wollt. Für die Leute, die sagen, ach, das kann ich auch, gibt es noch eine weitere tolle Übung, nämlich den Rahmen. Zack, da hat Moritz, oh Gott. Für die sagen, entspannt Nummer. Versucht das mal auf dem Rahmen zu machen. Die Fläche ist natürlich viel geringer und alles viel, viel schwieriger, den Ball wirklich zu treffen. Oh. Also Moritz hat 196 geschafft, ich schaffe es nicht. Wer schafft es von euch? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Gerne mal eure Ergebnisse ebenfalls mal zeigen. Okay, noch 3 Übungen insgesamt. Da machen wir einfach mal 20 Liegestütze. Einfach drücken, entweder zur Seite oder wer es lieber mag. Die Ellbogen schön nach hinten. 20 Liegestütze. So ein bisschen zum Warmen. Mal Arme trainieren. Also entweder Sitz oder achten. Kann man ein bisschen mehr zusammennehmen. Und dann schön nach hinten. Bevor Moritz es mal zeigt, welche Übungen am besten sind, um gegen die Wand zu spielen, um die Grundschläge einfach ein bisschen beizubehalten, machen wir noch eine Sprintübung. Am besten ist es, wenn man sich einen Partner wiederholt, also einen Elternteil, Schwester, Tochter, Bruder, wie auch immer, einfach gerne einmal holen. Der muss nicht laufen, der muss eigentlich nur den Ball nehmen und den Ball gute 2 Meter hochwerfen. Das ist die einzige Sache, die er machen muss, also ganz easy going und relativ entspannt. Die andere Person, oder man selber, ist hinten, ungefähr 10 Meter entfernt. Wenn die Person sieht, dass der Ball nach oben geht, versucht diese Person so schnell wie es geht zu sprinten und den Ball zu fangen. Ja, es ist eigentlich unmöglich, bevor der Ball einmal aufkommt, aber es geht darum, dass der Mann vielleicht einmal in der Ball nur aufkommt, meinetwegen auch noch 2-mal, je nachdem, wie hoch er halt wirft. Auch das kann man ein bisschen variieren. Wenn man alleine ist, sieht schlecht aus, aber auch da möchte ich euch ein bisschen zeigen, was man da machen kann, wenn man alleine ist. Man kann ein bisschen schummeln, muss man also ein bisschen selbst beherrschen. Okay, ich bin jetzt ungefähr 10 Meter weit entfernt von der Kamera. Man nimmt den Ball, wirft ihn hoch, läuft nach vorne und versucht den Ball zu fangen. Wichtig ist, man kann sich ganz schnell selber schummeln. Das heißt, den Ball schön nach vorne werfen, dass man wirklich auch sprinten muss. Sonst macht das alles gar keinen Sinn.
Wir machen es nochmal. Am besten so 5-6 Mal machen, will ich durchsprinten. Dann will ich da noch die Beine ein bisschen trainiert, wenn nachher ein Stop kommt, dass man da auch ready ist. Also, man ist wieder zurück. Man nimmt den Ball, kann ein bisschen weiter nach vorne werfen, wieder vollsprinten und wieder abfangen. Das haben wir 2-3 Mal und das machen wir. Ball wieder in die Hand nehmen, vielleicht ein bisschen weiter und ein bisschen schneller nach vorne werfen. Und wieder abbremsen. Wenn man merkt, die Strecke ist zu kurz, längere Strecke nehmen. Eine Straße nehmen, eine Spielstraße am besten. Ding auf der Hauptstraße, das kommt nicht so gut an bei den Autofahrern. Und dann gehen wir jetzt zu Moritz und der macht mal ein paar Übungen mit euch. So, ich habe jetzt eine Wand gefunden. Da oben zum Hof. Und ich möchte euch mal kurz ein paar Übungen zeigen, was man da so machen kann. Ne? Also, mein Kamerad kommt mit, Kameramann. Also, erstmal kann man schön denkt an den Vorhandgriff. Kann man auch Volleys üben. Ich zeige euch mal ein bisschen Volleys. Am besten dann. Wenn ihr hier hinstellt, schön vor dem Körper. Zack. Zack. Vor dem Körper. Das Hand in den Fest. Und man kann auch Aufschläge üben, ne, an der Wand. Nun geht, ein bisschen aufpassen. Hast du mich drauf? So, und zack. Und ich kann auch schön unter Slice üben. Dann von oben nach unten. Also, wenn ihr irgendwo eine Wand habt, übt. Das Wetter wird schön jetzt die nächste Zeit. Und ich werde auch ein bisschen üben an der Wand. Macht's gut, bis bald. Oh, ich bin fix und fertig vom ganzen Trainieren. Ja, ich freue mich schon wieder, wenn es endlich wieder heißt Tennis. Ich hoffe, es dauert nicht mal ganz so lange. Genießt die Zeit. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen entspannt. Macht das Beste draußen, dann sehen wir uns bald wieder auf dem Platz. Mit einer Runde Tennis, richtig geile Ballwechsel. Ich freue mich auf jeden Fall. Genießt den Tag. Auf Wiedersehen. Check out.